Mist. Na gut, ich nehme, aber ich lasse das allzu weit. Können wir vielleicht den Kopfhörer jetzt da durch, Was das bringt, weiß ich allerdings nicht. Benutze ein Kassettendeck. Dank des Kopfhörers kann... Ja, kann man das Georgel nicht mehr hören, aber offenbar kann man es ja doch hören. Und wenn wir die Klappe jetzt wieder zumachen... eine Kassette haben wir nicht zufällig dabei, ne? Nee. Können wir vielleicht aus der Stereoanlage... Moment, gehen wir mal ganz kurz zur Stereoanlage. Oder fragen wir nochmal Poki, ganz kurz dann zur Stereoanlage. Ja, diese Ansicht von der Dorfkirche hat tatsächlich gewisse Ähnlichkeiten mit der Kirche in meinem Heimatdorf. Ich muss mal meinen Therapeuten befragen, ob das irgendwie tieferliegende Gründe haben könnte, dass ich sie hier als so bedrohlich dargestellt habe. Aber ich finde schön, wie viel Mühe ich mir mit den Buntglasfenstern gegeben habe. Erstmal zwei ganz unterschiedliche Kunststile. Erstmal irgendwie sehr brave, bauklotzartige Kirchengebäude. Mhm. Und dann halt dieses total zerstörte da rechts neben. Und auch schön, wie das Licht halt irgendwie sich auch noch auf den Boden und auf die Kanten von den Sitzbänken auswirkt. Sogar auf die Treppe und so, wo das perspektivisch überhaupt nicht richtig ist. Schön. Das hier könnte ja auch vom anderen Fenster kommen. Das muss ja nicht von da hinten kommen, weil das würde ja da gar nicht hinleuchten. Das ist bestimmt vom anderen Fenster irgendwo. Passt schon. So, können wir uns hier eine Kassette noch holen? Vielleicht aus der Stereoanlage. Nee, ich will die Musik hören. Keine Zeit. Anlage. Nee, geht offenbar nicht. So, pass mal auf, ich muss mal ganz kurz speichern. Der Herr DK hat gerade angerufen. Und wir machen jetzt gerade den Serverumzug für die Gronkh.de. Ne? Das muss ich jetzt ganz kurz vorm Urlaub noch machen. Das ist, findet jetzt statt. Und morgen geht es schon um 11 Uhr in den Flieger. Von daher muss ich mich ganz kurz für die Aufnahme verabschieden. Und deswegen mache ich ganz kurz eine Aufnahmeunterbrechung. Und wir sehen uns bestimmt gleich wieder in der nächsten Folge. Tschüss! Oder in der nächsten Aufnahme. So rum war das nämlich. Tschüss! Und willkommen zurück bei Edna bricht aus. Und inzwischen ist die Seite wie, also die Gronkh.de ist inzwischen umgezogen, DNS-Einträge sind angepasst, etc. pp. Läuft schon alles. Herr DK kümmert sich gerade zum Glück um den Rest. Ich kann jetzt weiter aufnehmen. Parallel dazu noch zig Folgen. Ich glaube, ich weiß gar nicht, 20, 30 Folgen Minecraft und Risen 2 hochgeladen. Diablo 3 rendert gerade noch der Rest durch. Musste ich nochmal nachcutten, weil da einiges asynchron war. Hier ist momentan wirklich... die große Schnippelzentrale. Es ist inzwischen 2 Uhr morgens und um 8:30 hole ich den Sarazar und noch jemanden ab und dann düsen wir zu dritt zum Flughafen und dann geht's auf in Richtung USA. Das heißt, ich werde wohl die Nacht mal wieder durchmachen. Ist ja mal was ganz Neues. Naja, egal. Ich will euch gar nicht damit zuquatschen. Eigentlich haben wir ja Depri-Stimmung. Wegen unserer Sünden, die ja eigentlich nicht unsere sind. Aber wir hätten den Verbrecher natürlich, den Schlüsselmeister, nicht aus der, im wahrsten Sinne des Wortes, Geschlossenen befreien dürfen. Aber wie hätten wir sonst fliehen sollen? Das ist natürlich die Frage. Und die andere Frage ist, was machen wir denn mit dem Kopfhörer, der jetzt da rumhängt? Ich weiß gar nicht, was das bringt, was der Kopfhörer da jetzt, was das überhaupt bringen soll, dass der jetzt da drin ist. Das weiß ich gar nicht. Obwohl, warte mal. Wenn ich jetzt mal die Treppe ganz kurz, Sekunde. Okay, da könnte hier nach unten baumeln, aber was genau das dann wiederum bringen soll, das weiß ich natürlich überhaupt nicht. Man müsste den nach oben kriegen zum Schlüsselmeister irgendwie. Aber ich weiß doch nicht wie. Vielleicht... Nee, hey, das... Ja, das kennen wir schon. Das ist ja gescheit. Das war lustig. Ja, aber wie genau? Hier unten kann man nichts benutzen.
Hier geht's los beim H. Wir können mal einfach alle Töne durchgehen. Ich glaube zwar nicht, dass es was bringt und vor allem wird das lange dauern. Ha. Huch! Aha, aha. Oh. Ah, weil das die Haarröhre. Ach so, die Harnröhre. Da ist durch den Druck, durch den Orgeldruck, ist das Ding nach oben geflogen. Ich dachte eher, das fällt dann nach unten durch. Oh. Ja, das ist natürlich super. Ich hoffe, das bringt uns jetzt was und wir können. Ja, Kopfhörer können wir ja offenbar sehr gut nehmen. Reden? Ich glaube immer noch nicht, was du getan hast. Glaub's ruhig. Aber bitte leise, wenn's geht. Ich muss nachdenken. Ich muss übrigens sagen, der Synchronsprecher vom Schlüsselmeister, ne, der ist einfach grandios, möchte ich sagen. Also für die Rolle und überhaupt die Stimme und die Ton, alles einfach super. Möchte ich mal anmerken gerade. Was passiert denn, wenn ich jetzt hier nochmal den mache? Nimmt er sich dann die Kopfhörer? Ah, okay. Ich spiele mal ganz kurz die Tonreihenfolge durch, damit es die Rückkopplung gibt. So. Na? Das Aufhören! Das ist ja grauenvoll! Schalt das ab! Das war lustig. Das scheint ja nicht so gut zu klappen. Wie kriege ich denn jetzt die Kopfhörer bei ihm auf den Kopf gesetzt? Oh. So also. Ich glaube immer noch nicht, was du getan hast. Glaub's ruhig. Aber bitte leise, wenn's geht. Ich muss nachdenken. Dann denke er. Ich hatte ja keine Ahnung. Okay, er hat die Kopfhörer vom Ghetto Blaster an. Ich hab grad ne Idee. Oh, ich weiß nicht, ob's klappt, aber wenn wir auf die Glocke hauen, schwingt er die Leiche. Wir durften nur vorher nicht hauen, weil der Schlüsselmeister sonst Herz gemacht hat und der sitzt da eigentlich so. Ne, verstehst du? Oh, 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 oh. Ich bin gespannt. Oh, 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 oh. Also wenn das funktioniert, dann gibt's vielleicht gleich die zweite zum Buffet. Na? Was war das für ein Schrei? Auf jeden Fall ein doppelter. Tja. Oh, Moment. Mücke. Nein. Verdammt. Scheiße. Geh weg. Boah. Also diese Billy-Anleitung ist super. Mit der kann man auch super Mücken erschlagen. Das war auch so ein Riesenviech. Entschuldigung. Das war jetzt die dritte Leiche hier. Die arme kleine Mücke. Die liegt jetzt auf dem Schreibtisch. Die muss ich nachher mal wegräumen. Das Kabel der Kopfhörer geht aber immer noch nach oben. Das ist ja merkwürdig. Nanü? Oh nein. Oh. Das wollte ich doch nicht. Oder wollte ich das? Das kann doch alles nicht wahr sein. Weck mich bitte, Harvey. Harvey? Harvey, sag doch was! Entschuldigung, Edna. Mir war nur gerade, als hätte ich... Was? Was ist? Erinnerst du dich an etwas? Ach, nichts. Wir haben jetzt Wichtigeres zu tun. Nimm dir den Schlüssel und lass uns so schnell wie möglich hier weg, ja? Du sprichst mir aus der Seele, Harvey. Oh weh, oh weh. Endlich daheim. Und was nun? Ich kann mich erinnern.
aber nur an Kleinigkeiten. In dem Beet da drüben habe ich immer Ameisen verkokelt. In dem kleinen Teich habe ich Frösche platzen lassen. Es wirkt alles viel kleiner als früher. Lass uns versuchen, reinzukommen. Und dann suchen wir mein Zimmer. Ich habe früher immer Tagebuch geschrieben. Dann werde ich mich schließlich an alles erinnern können. Ich habe ein bisschen Bedenken wegen des Erinnerns, weil der Harvey sich an irgendwas erinnert hat, als er die Leiche gesehen hat. Bestellzwerg? Was? Bestellzwerg? Raucherzwerg? Meerzwerg? Breakdance-Zwerg ist auch geil. Und der Angelzwerg. Und ein Briefkasten. Da habe ich zu Silvester immer Böller reingeworfen. Oh, ach wie schön. Ich glaube, mein Vater hatte den Schlüssel immer in einem der Zwerge versteckt. Der Mond, unser treuer Begleiter, der Mond. Das ist kein Mond. Das ist eine Raumstation. Die Raumstation. Unser treuer Begleiter, die Raumstation. Okay, Raucherzwerg? Ich erinnere mich, dass einer der hässlichen Zwerge den Schlüssel für die Tür hatte. Warst du es? Ich glaube nicht. Ich glaube, der hört dich auch nicht. Was hältst du von dem Zwerg, Harvey? Man sollte ihn an die Wand stellen. Harvey! Was denn? Zwerge mit roten Zipfelmützen sind durch die Bank aufrührerische Unruhestifter. Denk an Papa Schlumpf. Oder Karl Marx. Ja, wo er recht hat, hat er recht. Hatte Karl Marx eine rote Zipfelmütze auf? Ich weiß es nicht, aber Papa Schlumpf war auf jeden Fall so ein Sektenführer. Der hat bestimmt auch mal was ins Essen gemischt bei den Schlümpfen, dass die mal so happy waren. Irgendwie so LSD-Pillen oder irgendwas. Ich bekomme Hunger auf Schlumpfsuppe. Ja, Gargameline. Wie ist denn der andere? Rotznase, ne? Ha! Nimm das, du widerwärtiger Giftzwerg! Diese Zwerge sind Erinnerung an deine Kindheit und an deinen Vater, liebe Edna. Wir sollten den Mistzwerg nach Strich und Faden bekritzeln. Einverstanden. Aber lass uns warten, bis das Licht besser ist. Wir sind jetzt zu Hause, Harvey. Wir haben alle Zeit der Welt, um es uns gemütlich zu machen. Ach, Mensch, ist ein bisschen, doch ein bisschen deprimierend. Achso, Harvey, hatten wir schon, den können wir mal mit dem Briefkasten benutzen. Erinnert dich dieser Briefkasten an etwas, Harvey? Da haben wir früher immer Alfreds Pausenbrote drin versenkt. Ich glaube, ich kann die vergammelte Leberwurst noch immer riechen. Im eigenen Briefkasten, ach wie romantisch. Guck mal, Harvey, wir sind endlich zu Hause. Noch sind wir nicht drin. Na gut, können wir denn mit den Zwergen was anstellen? Ach, Schlumpfsuppe war das, ja? Bemalen können wir die nicht? Ach, natürlich. Na, erstmal machen wir die Topflappen. Den fasse ich nicht einmal mit Topflappen an. Wer weiß. Dieser genetische Defekt, an dem er leidet, ist am Ende noch ansteckend. Okay, aber ich weiß, was womit den anfasst. Ganz zärtlich und liebevoll. Ich glaube, mein Vater versteckte den Haustürschlüssel immer in einem der Zwerge. Der hier war's nicht. Na gut, dann hau doch weitere Kindheitserinnerungen um. Wundert mich, dass die niemand geklaut hat? Und wundert mich, dass die keinen Moos angesetzt haben oder dass die Farbe abblättert? Der hier war's nicht. Die Augen hier im Rasenmäher sind auch schön. Aber in welch... Der hier war's nicht. Ich wollte doch den auf dem Podest eigentlich. Bestellzwerg. Aber in welchem bloß? Der hier war's nicht. Ach, sie macht das in der Reihenfolge und der letzte hat den dann bestimmt. Ah, okay. Jetzt sind nur noch du und ich übrig, Django. Na, wer sagt's denn? Hier ist ja der Schlüssel. Es ist doch immer der letzte, den man ausprobiert. Na, so ein Zufall aber auch, Edna. Der Haustürschlüssel. Ob sich die beiden verstehen werden? Ich glaube eher nicht. Die hassen sich bis aufs Blut. Lieber nicht. Der Schlüssel sieht irgendwie zerbrechlich aus. So wie deine Seele, meine Liebe. Wir sollten dringend Dr. Marcells Namen auf den Schlüssel schmieren. Nein. Vor allen Dingen, warum? Wir sollten dringend die Barmann-Unterschrift auf den Schlüssel schmieren.
Nein. Achso, nein. Na gut, vielleicht eine eigene Unterschrift? Da fehlt eindeutig so ein Schlüsseletikett. Das stimmt, aber ist ja nur der Notschlüssel. Nein, den Schlüssel behalte ich lieber separat. Er sieht zerbrechlich aus. Ja, aber du kannst auch den Topf als Schlüsselanhänger nehmen, dann verlierst du den Schlüssel nicht so schnell. Guck mal, Harvey, mein Haustürschlüssel. Wow, früher hatten wir nie einen eigenen Schlüssel. Warum wohl nicht? Naja, immerhin passt der Schlüssel auch für dein Zimmer. Mattes hätte dich nicht wegsperren können. Das stimmt natürlich. So, ich glaube, wir können gleich reingehen. Scherben. Er hat angefangen. Naja, nicht wirklich. Huch, warte, ich will mit den Scherben reden. Scherben reden. Und? Lachst du jetzt immer noch? Ja, also ich hier schon ein bisschen. Guck mal, Harvey. Gartenzwerg-Gulasch. Selbst als Scherbenhaufen ist er noch nervtötend. Ich glaube, da mag jemand keine Gartenzwerge. Komisch, verstehe ich gar nicht. Tonzwerge setzen keinen Rost an. Unkraut vergeht nicht. Wie können wir jetzt bekritzeln? Lass uns Dr. Marcells Namen auf den... Okay, Topf. Die sind bereits gebrannt. Na gut, komm, fragen wir mal Poki, bevor wir reingehen, fragen wir mal den guten Poki. Ja, bevor es jetzt so richtig schön deprimierend wird, gestatte ich Edna, an diesem Screen nochmal ihren ganzen Frust auszulassen. Und entsprechend ist er mit dem zerstörenswertesten, was mir eingefallen ist, bevölkert. Und zwar sind das diese freundlich dreinschauenden Gartenzwerge. Viel Spaß. Ich glaube, niemand mag Gartenzwerge, aber der erste Satz hat mir gerade so ein bisschen zu denken gegeben. Oh oh. Ach so, wir müssen ja aufschließen erstmal. So, jetzt. Oh oh. Ich kann's kaum erwarten, endlich wieder zu Hause zu sein.